Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Outlast. Ich habe nach wie vor die Hosen leicht gestrichen voll, aber nur leicht, und ich bin so froh, dass ich nicht schwer genommen habe. Echt. Was? Das ist ein Lift? Oder was? Na, kein Lift. Na, alles okay. Das ist so ein Desinfektions... keine Ahnung. Ist da unten irgendwas? Batterie? Ha! Hab ich's doch gewusst. Her damit. Ja, ich würde gerne wieder aufstehen. Folge den Blutspuren. Wie schön. Natürlich geschlossen. Geschlossene Anstalt, ne? Durch den Abfluss mit dem Blut, hat er gesagt. Der einzige Weg nach draußen führt nach unten durch den Abfluss, durch den Abfluss, durch den Abfluss. Muss ich da wieder runter? Oh, was haben wir denn da? So, Dokumentchens. Mal Glübchen. Vater Martin. Fingermaler. Ich wollte schon Fingersammler lesen. Von N. Wolfram at MerkofCorp.us.com an H. Grant at MerkofCorp.us.com. Betreff Kunstprogramm für Patienten. Patient Vater Martin Etchingboard. So, ich hoffe. Helen. Dr. Zeichner. Zeichner? Mal ein Deutscher dabei, ha? Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaud, ich hoffe, das sagt man so, ist ja wurscht, sonst heißt er jetzt einmal so, ne? Hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben sich Schizoaffekte Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin, mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Merkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. So, mein Auge juckt, Entschuldigung. Komplett abgemagert. Aha, die ist eh verschlossen. Na dann. Da wieder Tür. Wenn du Türen schließt, kannst du einen Verfolger abbremsen. Das ist die Frage. Ob wir hier rein müssen, überhaupt. Das ist die Frage darüber. Exit.
Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, ob ich die Tür zumachen soll oder... Na, mach. Machen wir mal so, oder? Da waren wir schon. Halt's mal und lass mich kurz nachdenken. Still, still jetzt. Meine Nase juckt. Ich glaube, ich hätte die Tür offen lassen sollen. Ich glaube, ich muss von hier gleich fliehen. Ich lasse sie hier mal offen. Manchmal ist es halt echt scheiße. Hey! Wenn man nicht weiß, was man machen soll. Laptop kaputt. Batterie da hinten. Nehmen wir gerne mit. Computer. Ja. Scheint schon alles zu sein, ne? Eine zweite Batterie ist es nicht. Hi. Aha, okay, da hat so ein Wächter umgebracht. Ja. Ein Security-Raum. Alter, schlucken mal nebenbei. Das war halt damit Tür zuschließen. Mach die Tür zu! Scheiße. Das ist dann noch so ein Krüppel, ne? Das ist wieder mal nicht gut. Ich hoffe, der ist verschwunden. Mhm. Gut. Achso, brauche ich gar nicht. Was haben wir denn da? Luftschleuse einzuschalten. Warte mal, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Kann man hier was öffnen? Nur verstecken. Was steht hier? Follow the blood. Okay. Kommt er? Ich verstecke mich mal ganz kurz. Ja, ich bin zu übervorsichtig, ich weiß.
Da ist er echt gerade gewesen. Doch echt gerade wir, oder? Oder war das jetzt nur Einbildung? Und jetzt? Irgendwas ist da, ne? Es ist gerade scheiße. Die Tür ist nämlich auch noch zu, ne? Bleibt er in seinem Kammerl? Nix Kammerl. Ich hätte Zeit gehabt zum Davonlaufen. Der weiß, wo wir sind? Hey! Nö, was denn jetzt? Wartet mal kurz. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. So, Outlast hat erfolgreich mein PC und sich selbst abgeschossen. Ich habe keine Ahnung, ob das Video was wird. Ich hoffe es sehr. Es schaut nicht kaputt aus, was wir bisher halt hatten. Ne? Und jetzt müssen wir noch circa, ich glaube, 12 Minuten oder so oder 10 Minuten dazu machen. Dann werden wir fertig. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ob ich das schon gedrückt habe? Schaut so aus. Und er scheint nicht da zu sein. Oh Gott. Lauf! Er ist so ein Trottel. Ducken kann er sie, aber laufen? Da ist er einfach zu dämlich dafür. Tschüss! So. Ich glaube, der Typi hat das gezeichnet, ne? Warum haben wir ihm eine Chance gegeben? Das stimmt. Ich würde sagen,
Job in the suppression of our desire. But now we indulge. Yes. His tongue and his liver. Yours. Mine. Super. So wollte ich eigentlich. Bringt sie aber nichts. Deins, meins. Danke. Die sind nackt. Die haben Messer. Was hab ich? Nix. Oh Gott. Und dann jetzt fallen lassen, oder was? Hä? Leertaste, wenn du dich auf der Kante zubewegst, um hinunterzuspringen und dich festzuhalten. Ja, und dann? Aha, darüber geht's. Da jetzt wieder rauf. Was haben wir denn da Schönes? Dokumente. Hinweis zur Wartung der Reinigungstore. Murkoff Corporation BG. Wartungsnotiz. Die ordnungsmäßige Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit der vom Projekt Warrider. Schauen Sie im Murkoff Corp Wartungshandbuch MMPS MM180286. Ja? Nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Ja. Das ist wieder super. Alter, wo sind die zwei Hampelmänner jetzt hin? Scheiße, die wollen uns umbringen, ne? Keine Ahnung, ob wir zuerst da lang sollten. Wir müssen es eindämmen. Okay, wir haben einen Eintrag. Das bedeutet, wir gehen lesen. Notizen. Totale Sicherheit. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Das beruhigt mich gerade nicht. Und woher kriege ich die? Eine Schlüsselkarte wird benötigt.
Okay. Also die Frage, habe ich da wieder was übersehen? Bei dem zum Beispiel? Kumpel, ich bräuchte so eine Karte. Die wird nicht hier zufällig rumliegen, ne? Nee, warum sollte auch, ne? Das wäre doch zu einfach. Das heißt, ich muss da in den... Was ist das? Eine Batterie! Oh, wie schön! Die habe ich total übersehen. Wie toll. Ich bin so schlau. Das heißt, ich muss mich jetzt mit diesen Typen da unten eventuell anlegen. Wer ihn nicht will. Ah, da haben wir was. Die Schlüsselkarte. Jawohl. Alter. Hallo. Na dann. Piep. Sesam, öffne dich. Hallo. Wie schauen wir aus? Finster. Keine Batterie? Nein. Soll ich vielleicht wieder zumachen? Entkomme durch die Dusche. Ich will da raushüpfen. Oh, Scheiße. Kann ich raushüpfen? Mein Gott. Ist das hier so richtig? Ich hoffe, dass es richtig ist. Gibt es hier Batterien? Warte, hier drüben, ne? Tür zumachen? Ich würde sagen, ja. Sind das wir? Batterie ist gleich zu Ende. Wie immer, ne? Ein Folterräumchen. Wie schön. Hast du irgendwas für mich? Nö, ne? Hm. Da ist auch nichts. Nö. Da haben wir was. Eine Akte. Also, wieder Dokument, ne? Dann tun wir doch gleich mal schauen. Ich denke, dann ist der Part eh vorbei. Totenschein von Dr. Wernicke. Anbei finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke. Auftragnehmer Nummer 148616 von Merck of Physiaric Systems. Keine lebenden Anverwandten. Start Colorado. Bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Aktennummer 8732. Ort Colorado. Gemeinde oder Staat. Mount Massive Preserve. Voller Name. Rudolf Gustav. Gustav. Keine Ahnung, wie man den Englisch sagt. Wernicke. Aufenthaltsdauer in Gemeinde oder Stadt, in welcher der Tod eintrat. Null Jahre, genau.
0 Jahre, 7 Monate. Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländischer Herkunft, 55 Jahre. Geschlecht männlich, Farbe, Rasse weiß, ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden. Bitte angeben, er ist ledig gewesen. Geburtsdatum 20. Oktober 1918. Geburtsort Deutschland. Datum des Todes, oh, das war dann Deutsch. Wernicke? Mhm. Datum des Todes, 28. Februar 2009. Wernicke ist dann sein Nachname. Rudolf Gustav Wernicke. Hm? Ja, hätte mir einleuchten sollen, allein schon mit Gustav, ne? Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen am 4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat. Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursachen waren folgende: Herzversagen aufgrund von Altersschwäche, Echtheitszertifikat für keine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Für eine, nicht keine, sondern für eine. So. Da ist jemand gestorben. Ich denke, das da war er mal. Da. Ja, bei dem Gesicht muss man schreien. So. Also hier geht's nicht mehr weiter. Da müssen wir wieder raus, ne? Und hier lang. Oh, ich wollte den Part beenden. Ja, das trifft sich jetzt eigentlich eh recht gut. Ihr Lieben, wir beenden den Part für heute. Ich hoffe, dass der vorige Teil funktioniert. Ich hoffe auch, dass jetzt die Kamera funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Und ich hoffe, dass Outlast uns nicht nochmal abschießt. So. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören und sehen uns, wenn die Kamera möchte, beim nächsten Mal. Tschüssi!